Das ist also unser neuer Sprinter und heute fangen wir an mit dem Umbau. Und bevor ich euch alles zeige, was wir alles einbauen wollen und was wir machen wollen, zeige ich als erstes mal, was wir da gekauft haben, was man noch so beheben muss an kleinen Schäden. Mein Name ist Helge, herzlich willkommen bei diesem Video und jetzt geht's los. Jetzt, wo ihr gesehen habt, wie der Sprinter aussieht, den wir gekauft haben, bin ich euch noch schuldig, was wollen wir denn alles machen? Und zwar wird das eine rollende Werkstatt, beziehungsweise wir gucken mal, wie weit wir den Ausbau treiben. Auf jeden Fall soll innen drin ein Sideboard mit einer Möglichkeit für einen PC und eine kleine Werkstatt. Und wir wollen Solaraufdach haben, wir wollen eine große Batterie haben, wir wollen eine Markise an die Seite machen, wir wollen ein neues Radio rein, der Sitz vorne, der Jumpseat muss umgebaut werden auf eine Dreiersitzbank und. Ich zeige euch mal, was wir alles gekauft haben, was im ersten Schwung reinkommt und dann legen wir los. Ziel für heute ist einmal den Bus leer räumen, alles raus, was nicht mehr im Bus bleiben soll. Also geht's los. All das, was hier jetzt liegt, muss irgendwie in und an den Sprinter. Und wie ihr sehen könnt, da liegt eine Klimaanlage, da liegen LED-Bars, da liegen Fenster, da liegt Starlink, damit wir vernünftiges Internet haben, Mülleimer, Elektrik für die Solaranlage und all das kommt in diesen Sprinter. Task für heute ist, die Radiovorbereitung muss raus, damit wir gucken, ob wir noch was brauchen für das Radio. Dann hier soll eine Dreiersitzbank hin, das heißt, der alte Sitz muss raus. Das machen wir heute auch. Die Bodenplatte muss dafür ab. Und diese ganzen Regale müssen alle raus heute. Alle Regale müssen heute raus. Das ist auf der einen Seite relativ einfach, weil sie nur verschraubt sind. Auf der anderen Seite sind die leider alle genietet. Das heißt, das wird eine schöne Bohraktion. Als nächstes müssen wir diese Punkte da unten irgendwie im Auto finden und wahrscheinlich sind die das, aber diese Platte ist auch nicht original, die muss definitiv raus. So, diese Platte scheint nicht original zu sein, aber hier gibt es keine Verschraubpunkte und ohne Platte passt natürlich auch nicht. Hier hinten so ein Verschraubpunkt. Keine Ahnung, wo der hin soll. Da muss ich morgen wohl mal zum Mercedes. Also, das bleibt jetzt so bis morgen und dann schauen wir mal weiter. Thank you.
schon mal gut. Das schon mal gut. Für das Radio haben wir normalen ISO-Stecker. Bei Radiovorbereitung ist hier verbaut gewesen. So, für den Radioeinbau wird das jetzt schon reichen, aber das Display soll raus. Das ist für die Rückfahrkamera. Und das Radio hat einen Eingang für eine Rückfahrkamera und deswegen das raus, direkt da anschließen. Dazu muss das hier oben raus. Das Gute ist, hier ist schon ein ISO-Stecker, das heißt, damit funktioniert das Radio schon mal. Das ist an dem Rückfahrsystem dran gewesen, das passt natürlich nicht, da brauche ich mal einen Adapter auf Cinch. Und hier, das war auch an dem Display dran, das ist wohl die Versorgungsspannung und dann alles, was man dafür braucht. Ich habe jetzt den Schacht quasi auf Doppel-DIN umgebaut und jetzt geht das da einfach wunderschön rein. Kann ich jetzt hier in den Seiten festmachen und dann kann das Radio, welches das Radio ist, da rein. Ich mache es aber noch nicht fest, weil es müssen noch ein paar andere Sachen gemacht werden. Unter anderem noch der Adapter. ISO-Anschluss, Mikrofon für die Freisprechanlage. So. DAB-Antenne fehlt noch. Dementsprechend stecke ich das nicht ganz rein, sondern erstmal so provisorisch. Und damit kann ich das heute auch nicht komplett zusammenbauen, weil das muss nochmal wieder raus. Und ich weiß nicht, ob hier hinten nochmal was hin muss. Den USB-Stecker, den werde ich da rausziehen, wo vorher das Display war. Das heißt, man kann da dann nochmal USB anstecken. Alles andere bleibt jetzt erstmal so. Ich muss eine DAB-Antenne kaufen, ich muss einen Adapter kaufen. Und die restliche Seite baue ich jetzt wahrscheinlich einfach schon mal wieder zusammen. Bleibt es jetzt erstmal so, wie es ist. Und jetzt geht's weiter, hinten Regal ausbauen. Thank you.
das war Tag 1. Die eine Seite, die Beifahrerseite, ist komplett ausgeräumt und vorbereitet für das Sideboard bzw. die Werkbank. Und die andere Seite, das kommt morgen. Aber ich muss jetzt morgen erstmal ein paar Sachen besorgen, damit ich das Radio komplett einbauen kann und die Sitzbank vernünftig befestigen kann. Dafür gehe ich morgen zu Mercedes und dann geht es morgen weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Und wenn euch interessiert, wie der Bus am Ende aussieht, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil der nächste Teil kommt direkt hinterher nächste Woche. Viel Spaß und jetzt abschalten.